Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tageshoroskop am 4. Juni 2019 nach tibetischen Astrologie. Die tibetischen Astrologen berechnen die Horoskopen genauso wie die indischen Astrologen auch. Sie berücksichtigen auch die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich habe auch eine Neuigkeit hier, ein Halbedelstein, Lapis Lazuli, steht in Verbindung zum Himmel. Und energetisch dachte, das passt genau zum Tageshoroskopen. Es gibt in westlichen Astrologie, auch in indischen Astrologie, vier Grundelementen. Und das ist Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und die Tierkreiszeichen wird zugeordnet zu den einzelnen Elementen. Ich habe in diesem Bild nur die Tierkreiszeichen ausgelegt, wo gerade Energie fließt. Sonst ist das zu viel und undurchschaubar. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt Monatsthemen. Sonne bewegt sich noch im Stier. Und das sind Stierthemen. Bodenständigkeit. Ist wichtig, die Ruhe bewahren. Die Tage genießen. Etwas verschönern. Um die Besitz und um die Finanzen kümmern. Mond bewegt sich auch im Stier. Neumond ist vorbei. Gestern war Neumond und das bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation über Stierthemen, Besitz, Finanzen. Und jetzt beginnt die zunehmende Mondphase. Also es ist schon begonnen. Und eine zunehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas beginnen, was vermehren soll. Und bei Stier handelt sich oft um Besitz und um Finanzen. Trotzdem würde ich die einzelnen Tage auch berücksichtigen, weil es gibt immer wieder Spannung, was alles zurückwirft und führt eher zum Verlust. Es ist nicht jeden Tag eignet sich dafür. Besonders bei Halbmondtagen verspüren wir diese Spannung und Unsicherheit, sogar Ängste. Und mit diesen Gefühlen ist nicht allzu gut etwas starten, was vermehren soll. Und die Neuanfang zählt. Wie Hermann Hesse das so wunderschön beschrieben hat, in jedem Neuanfang wohnt eine Zauber innen, weil wir übertragen diese Energie auf die Geschehen. Also immer darauf achten, besonders bei Neubeginn, welchen Gedanken, welchen Gefühlen, welchen Einstellung wir etwas starten und welche Einflüsse kommen von außen, weil das wird dann für die ganze Geschehen übertragen. Also grundsätzlich gilt, bei zunehmender Mondphase beginnen etwas, was zunehmen soll, was vermehren soll, aber bitte auf den einzelnen Tagen auch achten. Mond ist noch im Stier bei Sonnenaufgang, im laufenden Tag übergeht aber in Tierkreiszeichen Zwillinge. Mond bewegt sich gerade in Grenzbereich und hat einen Einfluss von Aldebaran. Aldebaran gehört zu den königlichen Sternen. Die Auge des Stieres verkündet den Weg
zu den Plejaden. Und das heißt, dass dieser Stern zeigt uns heute etwas. Die Augen öffnen an die Wahrheit. Oder in dieser Richtung sollen wir schauen, wo wir gehen wollen. Nicht nur Aldebaran beeinflusst die heutigen Mondbewegung, sondern Orion hat auch einen Einfluss drauf. Orion ist ein sehr großes Sternbild im Himmel, der himmlischen Jäger, und vermittelt Jagd, die Suche nach etwas oder nach etwas jagen. Orion hat zwei Jagdhunde. Und die beiden Jagdhunde zeigen in eine Richtung, und das ist der Nordpol. Und Nordpol dient zum Orientierung. Das heißt, wir sollen die Augen öffnen, die Wahrheit erkennen, in diese Richtung schauen und auch bestimmen den Weg, wo wir gehen wollen. Die Hindernisse aus dem Weg räumen, Ziele setzen. Vielleicht ist es sogar eine Neuorientierung. Mars bewegt sich in Zwillingen. Mars ist die Kraft. Und das haben wir Frauen auch. Mit dieser Kraft setzen wir etwas in Bewegung oder setzen wir uns durch. Mit Mars-Energie können wir uns auch wehren. Mit Zwillingsenergie brauchen wir die Leichtigkeit und Luft, befreit zu sein von Problemen, von Hindernissen, von Ängsten, weil dann sind wir handlungsfähig. Mars ist eine männliche Energie und symbolisiert auch die Männer. Und hier in den Zwillingen, natürlich ist diese Neugier, das Spielerische, was die Männer gerade verspüren. Jetzt habe ich die aufsteigende Mondknoten nicht ausgelegt. Ich habe das übersehen, aber vielleicht finde ich das auf Anhieb. Das heißt, die aufsteigenden, ach, jetzt habe ich das auch. So, ich setze hier zum Zwillingen. Genau. Das heißt, die aufsteigende Mondknoten wirkt hier auch. Und das ist ein karmischer Weg. Dieser aufsteigende Mondknoten zeigt Neuigkeiten, ein Weg oder eine Richtung oder ein Thema, was wir noch nicht kennen. Aber wir sollen das kennenlernen. Und hier wirkt die Mars-Energie, das trifft in erster Linie die Männer, aber uns Frauen in dem Sinne, dass wir vielleicht in diese Richtung uns einsetzen sollen, weil uns das begeistert. Oder dass wir hier Lebenserfahrungen machen und sollen wir uns behaupten. Also brauchen wir die Kraft, brauchen wir die Mars-Energie. Diese aufsteigende Mondknoten bleibt ganzes Jahr und 2020 auch noch in Zwillinge. Merkur bewegt sich auch hier in Zwilling und zeigt das praktische Wissen. Hier lernen wir etwas. Das kann auch eine Prüfung sein in Lebensschule, dass wir gerade Prüfungen haben im Leben und das sollen wir bewältigen und Kraft und Mut zeigen, uns zum Behaupten und etwas Neues, auf etwas Neues uns auch einlassen. Eine neue Richtung oder neue Lernaufgabe oder neue Begegnungen. Jedenfalls bei diesem aufsteigenden Mondknoten sind es Neuigkeiten, was ungewiss ist, weil wir das noch gar nicht kennen. Jupiter bewegt sich in Skorpion, ist immer noch rückläufig. Grundsätzlich, Jupiter vermehrt etwas, aber diese Rückläufigkeit bremst dieses Wachstum. Und das hat auch einen Sinn, wir sollen in die Tiefe schauen und das hier in Wasserelement
Und damit handelt sich das um unsere Gefühle, weil Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Und hier haben wir die Erneuerungsprozesse, die Transformation und begegnen wir uns mit der Kundalini-Energie. Und das ist eine Schlangenenergie, beziehungsweise es sind zwei Schlangen. Die eine Schlange zieht die Energie nach unten und steht in Verbindung mit negativen Gefühlen, Angst, Zweifel, Wut, Schuldgefühl, davon befreien. Und die zweite Schlangenenergie befreit uns, heilt uns auch und steigt alles nach oben wie Phönix aus der Asche. Das ist die zweite Schlangenenergie, steht auch mit Gefühlen in Verbindung. Das sind die positiven Gefühle, Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Fürsorglichkeit, Kraft und Mut und Liebe. Damit steigt sich alles nach oben. Und das ist diese Weisheit, weil Jupiter als Guru zeigt auch die Weisheit, dieses höheren Wissen in unserem Leben. Außerdem steht Jupiter in Verbindung zum göttlichen Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns zurück, immer. Das ist die göttliche Gerechtigkeit und das vertritt Jupiter oder Zeus, der Himmelsgott, in klassischen griechischen Mythologie. Jupiter öffnet die Augen auch für Ungerechtigkeiten, dass wir das auch erkennen und unterscheiden uns von Gut und Böse. In diesem Bereich bewegt sich auch unser Planet Erde. Also das ist auch für unsere Erde auch ein gewisser Reinigungsprozess, was hier stattfindet. Venus bewegt sich wieder im Grenzbereich, verabschiedet jetzt von Widder und übergeht im Stier. Und diesem Grenzen befindet sich dem goldenen Tor der Ekliptik. Und das besteht aus den Hyaden und Plejaden. Die sind die Töchter von Atlas, die Regengeschwister. Sie weinen auch. Und von dieser Geschichte erzählt Frau Holle. Und bei diesem Tor entscheiden wir, wie geht das weiter? Welche Einstellung haben wir? Sind wir optimistisch oder pessimistisch? Sind wir die Verlierer im Leben oder sind wir die Gewinner im Leben? Sind wir Goldmarie oder sind wir die Pechmarie? Thema ist Venus, also Liebe. Wie stehen wir zu diesem Liebesgeschichte? Glauben daran oder betrachten wir das eher pessimistisch? Oh, das klappt sowieso nicht. Dann gehört noch zum Venus-Themen Kunst, Kreativität, oft auch Selbstständigkeit. Und das ist weibliche Energie. Und das, was wir Frauen gerade erleben, jetzt stellen wir die Frage, wie geht es weiter? Glauben daran, dass wir Erfolg haben, dass wir was erreichen, dann sind wir die Goldmarie. Oder geben wir auf, sind wir der Premier und haben wir eine Stimmung, eine pessimistische Stimmung, dann sind wir die Verlierer, dann sind wir die Pechmarie. Das entscheiden wir gerade mit unseren Gedanken, Gefühlen und auch unseren Entscheidungen. Ich habe jetzt Chiron oder Chiron hier auch im Bild. Mit diesem kleinen Planet arbeitet die indische Astrologie nicht. Das gehört mehr zum westlichen Astrologie. Aber ich habe schon einen Bezug zu diesem kleinen Planet. Hat auch eine große Bedeutung, eine ganz große Bedeutung. Erstens ist das Symbolbild für die Schütze, das ist genau hier abgebildet.
in Tierkreiszeichen Schütze, wo dein Himmel gesetzt und zeigt auch die Richtung Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Was sollen wir wissen über diesen Kleinplanet? Dieser Kleinplanet befindet sich zwischen Saturn und Uranus. Bildet sich eine Art Brücke zwischen den beiden Planeten. Saturn ist die traditionelle, was alles bewahren möchte. Uranus will aber Umbrüche und Veränderungen. Und da bildet sich dieser Kleinplanet eine Art Brücke oder Verbindung. Ich erzähle auch die mythologische Geschichte dazu. Saturn oder Kronos, der Gott der Zeit, verliebte sich an eine Nymphe und die beiden haben eine Liebesbeziehung gehabt. Bis dann Rhea kam, die Ehefrau von Saturn, entdeckte dieses Fremdgehen und vertrieb Saturn. Diese Nymphe, eine junge, fast könnte man sagen unschuldiges Mädchen, blieb alleine und wurde schwanger. Schwanger von Chiron. Und das Kind wurde geboren und die Mutter hat das Kind erblickt und das Kind war halb Mensch, halb Pferd, ein Kentaur. Und die Mutter fand das Kind nicht besonders schön und verwandelte sich in einen Lindebaum. Das Neugeborene lag da ohne Vater, ohne Mutter. Dann kam Apollo, der Sonnengott, und nahm zu sich und sorgte dafür, dass Chiron eine einzigartige Erziehung bekommt. Also wurde was ganz Besonderes, Künstler, eine Weise, Ratgeber für Götter und Ratgeber für Helden und Heiler. Ein großartiger Heiler wurde. Später war ein Kampf zwischen den Titanen und die Kentauren und die Götter. Und aus Versehen wurde er in sein Bein verletzt mit einem giftigen Pfeil. Er war zwar der größte Heiler überhaupt, aber sich selbst könnte er nicht heilen. Es war die Wunde da, auch der körperliche Schmerz, aber auch diese seelische Wunde. Sein Vater war Saturn und dadurch hat die Unsterblichkeit geerbt und er musste mit diesem Schmerz leben. Es war für ihn fast unerträglich. Bis dann ging zum Zeus und bat um das Sterblichkeit und Zeus hat gesagt, gut, du darfst deine Unsterblichkeit weitergeben. Und er hat seine Unsterblichkeit an Prometheus weitergegeben. Zeus hat ihn aber unsterblich gemacht und aus Dankbarkeit hat ihn im Himmel gesetzt und befindet sich in Schütze. Das ist das Symbolbild für Schütze. Dieser Kleinplanet bewegt sich gerade im Widder, im Mondhaus Ashwini. Und das Mondhaus Ashwini bedeutet Heilung. Astrologisch bedeutet, dieser Kleinplanet zeigt, wo weh tut und wo wir Heilung braucht. Das bei jedem Mensch ist anderes, je nachdem, wo im Geburtshoroskop das Befinden, das zeigt die Themen, wo man Heilung braucht. Aber durch die Bewegung im Widder zeigt die Lösung. Erstens
Die Heilenergie bewegt sich im Mondhaus Ashwini, was die Heilung, diese Heilenergie gibt. Und das heißt, viele von uns wird gerade geheilt oder einige haben Heilenergie, Heilkraft und leben ihren Berufung. Und wieder zeigt die Neuanfang, das wäre der ideale Zeitpunkt, das Starten, das zu beginnen. Saturn und Pluto, beide hier im Schütze, beide sind rückläufig und diese Rückläufigkeit zeigt Vergangenheit und oft karmischen Themen und befinden sich hier auf diesem Mondknoten, was auch die Vergangenheit, diese karmischen Themen aktiviert. Uranus ist hier im Widder und Zeit für Umbrüche, Veränderungen, Neuanfang bei vielen Menschen, besonders die, wo Widder geboren sind oder Aszendent Widder haben. Neptun ist immer noch im Wassermann und zeigt, wie wichtig es ist, unseren Träume auch ernst nehmen, das verwirklichen, das zum Leben. Die Verbindungen. Mond, Venus steht in einer harmonischen Verbindung. Das kann empfänglich sein, also Schwangerschaft auch bedeuten. Beide ist weibliche Energie, Mond symbolisiert auch Mütterlichkeit, Empfängnis. Es ist auch möglich. Oder dass wir Frauen eine gute Verbindung haben zum Mutter oder haben wir auch mütterlichen Gefühlen und das kommt jetzt in Vorschein. Mond ist nicht nur die Mütterlichkeit, sondern symbolisiert auch unsere Gefühle. Das heißt, wir Frauen leben gerade ganz intensiv unseren Gefühlen. Jupiter nähert sich zu einer Verbindung zum Saturn und das heißt, eine rechtliche Lage klärt sich auf und kommt das alles in Form. Diese I Ching, das sind diese Symbolen, diese Linien, kommt von Chinesischen eine ganz alte Weisheit und bedeutet Wandlung, wie die männlichen und weiblichen Energien und Yang sich wandelt. Und das ist ein Kalender, auch ein Kalendersystem. Die heutige I Ching-Symbol heißt Belebung, Lebendigkeit, die Quelle der Intuition, die Inspiration, kommt alles in Bewegung. Und zu diesem tibetischen Astrologie, zu diesem Bild, heute haben wir die Energie von Metallaffe. Genau, das ist die Grundenergie. Aber was nach außen gezeigt wird, das ist die Holz- und Erde-Element. Und das heißt langsame Wachstum oder etwas in Form zu bringen, um die Finanzen kümmern. Wir stoßen zwar an unseren eigenen Grenzen, das kann auch finanzielle Einschränkungen sein, aber wir haben die Möglichkeit zum Wachstum und die Finanzen zum Verbessern. Diese Affe, diese Metallaffe beschreibt, heute werden wir die Zusammenhänge erkennen. Eine Situation spielerisch betrachten, sollen wir spielerisch betrachten, so können wir unsere Probleme lösen. Diese Lebendigkeit und Spontanität, diese Lebhaftigkeit ist wichtig. Es kann sein, dass andere nehmen uns nicht ernst, aber möglich ist auch, dass wir halten andere als Affe und machen wir lustig über anderen. Es ist keine schöne Eigenschaft, andere auszulachen, aber es hilft in manchen Situationen, das spielerisch betrachten, lachen über etwas. Und ich sage noch eins dazu. Es ist gut, sehr gut sogar, manchmal über uns selbst lachen. Das befreit auch. Wir werden Probleme lösen, Schwierigkeiten werden wir nicht allzu ernst zu nehmen. Und das ist die Konzentration, da klärt sich etwas auf und so können wir etwas
in Form zu bringen und bekommt das eine Struktur. 1980 ist der Jahrgang, was mit diesem Energie in Verbindung steht. Glückszahl ist die Zahl 8 im Metallelement. Aufhören mit diesem Hin und Her und etwas klären. Dann kommt das im fließende Energie in Harmonie. Die Fokus ist die Zahl 2 im Luftelement, entweder Liebe, Partnerschaft oder von etwas befreien und um einen Vertrag oder um wichtigen Kontakten kümmern. Schicksalszahl ist die Zahl 5 im Holzelement und das bedeutet etwas klären, etwas zu Ende bringen und dann mutig zu sein, auch etwas Neues starten, nicht rasch oder unüberlegt schnell handeln, sondern in Vertrauen kommen, dass hier kommt eine langsame Bewegung, aber auch die Beständigkeit und ein langsamen Wachstum. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.